Also wir haben uns entschlossen, einen Neustart zu wagen. Im Zuge der Betriebsübergabe, im Zuge dessen, dass ich einfach den Betrieb mit dem 1. November 2013 übernommen habe, haben wir uns entschlossen, mit der Familie ein neues Projekt zu starten, einen großen Umbau. Und im Zuge dessen kommt es einfach dazu, dass wir sehr viel abreißen, sehr viel neu machen. Wir haben sehr viele Dinge, die wir jetzt im Zuge dieses Umbauprojektes renovieren, neu gestalten werden, um einfach dann im Dezember 2014 mit einem neuen Hotel starten zu können. Ja, ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Man ist ja da aufgewachsen und man hat das mitgebaut und alles. Aber andererseits muss man froh sein, wenn man einen Junge hat, der was weitermachen. Was Inneneinrichtungen und so weiter anbelangt, das lasse ich den Jungen über. Und von außen und von den Plänen her, wir haben uns angeschaut, jetzt schaut es ganz gut aus. Ja, wenn man es so sieht, hat man schon ein bisschen Wehmut. Man hat echt 36 Jahre drin gelebt. Aber ich denke mir, es war einfach notwendig. Und ich bin auch froh, wenn der Christoph sich jetzt da eine nette Existenz aufbaut und hoffe, dass es alles gut weitergeht. Der Baufortschritt ist sehr gut, wir sind voll im Plan. Die Baufirmen, allen voran die ausführende Firma Swiedelski, hat alles gut im Griff. Ja, besser könnte es nicht sein. Im Moment sind die Arbeiten im Haus voll im Gange. Installateur, Elektriker, Verputzer, alle haben genug zu tun. Es gibt genug Arbeit für alle. Und wie man sieht auch im Hintergrund, wir arbeiten ganz fleißig auch am Schwimmbad und an der Erweiterung des Speisesaals. Soweit zum Außenbereich, aber auch innen sind wir ganz, ganz fleißig am Arbeiten. Die ersten Zimmer sind bereits die Teppichböden gelegt, die Möbel sind schon da, wir haben die ersten Zimmer schon praktisch einzugsbereit. Der Fliegenstenleger war schon da, die Bäder, die Duschen, alles ist schon fertig in den ersten Zimmern. Aber wir haben natürlich 5 Stockwerke und insgesamt 45 Zimmer, die neu gemacht werden müssen. Und natürlich, was ganz neu ist, unser Hallenbad. Zum bestehenden Wellnessbereich, den wir vor 4 Jahren neu gemacht haben, haben wir ja dieses Jahr ein Hallenbad dazu gebaut. Und da freue ich mich schon, da steigt die Vorfreude auf den neuen Betrieb ganz, ganz großartig bei mir. Das wird eine tolle Sache. In der neu geschaffenen Infrastruktur im Betrieb haben wir eine neue Weinecke, eine neue Winothek im Hotel, die als Sommelier jetzt auch jetzt noch im Dezember schön bestücken werde und die den Gästen die kulinarischen Highlights unserer Küche noch besser schmecken sollen, eben mit dem richtigen Wein dazu. Ja, auch die Hotelbar haben wir ein bisschen umgestaltet und unser Barman, unser Barkeeper wird die Gäste mit neuen Cocktails in der Hotelbar begrüßen. Wir haben auch unten im Wellnessbereich nochmal das Angebot erweitert, speziell mit dem Hallenbad. Und das Ganze ist jetzt einfach ja, so, wie ich mir das vorstelle. Ja.
zwei Highlights haben wir auch in der Wintersaison, wo ich die Gäste gerne begrüße und das wirklich ans Herz lege. Wir haben am 21. Januar bei uns den Marc Böcher zu einem Konzert bei uns hier im Hotel zu Gast. Und am 18. März begrüßen wir den Mike Süßer, den Starkoch, den Fernsehkoch aus Deutschland, bei uns zu einem Gala-Dinner. Er wird kochen, er wird eine kleine Kochshow abliefern. Das wird ein wunderbarer Abend. Also rechtzeitig buchen, kommt's vorbei, wird spannend.